So, meine lieben Zuschauer, da sind wir beim JFD Live Trading TV. Ich grüße Sie ganz herzlich zum heutigen Event in Anführungszeichen zur Beschau des deutschen Aktienindexes. Hier DAX, der sich wieder aufmacht in Richtung neuer Tiefs. Wir hatten heute am Morgen schon eine FTSE-Vektorlogik vorgestellt, die hier zunächst auch ein bullisches Setup hätte eröffnen können, wenn der DAX eben hier nicht nach unten weggebrochen wäre. Das Ganze finden Sie ja im JFD-Stream mit einer Verlinkung und entsprechendem Chart. Faktor war hier nach dieser schwachen Auftaktskerze, dass der DAX hätte bullisch werden können, sofern wir hier das heutige Auftaktshoch hier der, beziehungsweise hier das Hoch der 8-Uhr-Kerze vielmehr hätten dann überwinden können. Hier ist die 24-Stunden-JFD-Indikation. Wir taten das nicht. Wir sackten vielmehr noch weiter nach unten durch und hier das Level unter 11.255 Punkten war dann auch im Prinzip ein Sell-Trigger, dem der DAX jetzt hier aktuell auch sehr schön folgt. Wir sind jetzt hier allerdings an einem Punkt, den habe ich immer ein Stück weit wieder reingezogen in den Chart, den hatte ich zuletzt hier nicht drin. Das ist hier das Level um 11.230 eben. Das rührt aus einem viel früheren Unterstützungslevel her. Ich werde mich mal kurz rauszoomen, damit Sie es mal sehen. Hier haben wir die Price Action von März-Februar. 11.230, das ist ein Level, liegt ein Stück weit zurück, keine Frage, aber an diesem könnte es zumindest zu einer Erholung kommen, wenngleich ich das auch wahrlich nicht für wahrscheinlich erachte. Der Markt ist schwach, bleibt schwach. Wir müssen auch die Trendlinie anpassen. Wir sehen den Trendlinienbruch in der Nacht hier im Zuge der Indikation. Also insofern hier keine Relevanz. Man muss das dann entsprechend anpassen bei solchen Verhältnissen. Und jetzt haben wir hier im Prinzip die 8-Uhr-Kerze. Und unterhalb dieser Linie, die sich jetzt hier darstellt, bleibt der DAX ein absoluter Short. Gestern war das im Prinzip das Level von 11.450. Sie sehen es hier oben. Das war das Short-Level für ein ja, für ein Wiedereindrehen und wenn er rüber gehen würde, wäre das im Prinzip ein Buy-Trigger. Das geschah nicht. Jetzt muss man das Ganze hier ein Stück weit nach unten ziehen und es deutet sich hier vielmehr eben eine Schwäche an, die in Richtung neuer Tiefs zielt. Hier der Wochenpivotpunkt 11.195 Punkte, wenn es da runtergehen sollte und auch hier sehe ich mal die Chancen dafür durchaus gegeben, dass das noch passiert, dann dürfte der DAX hier relativ zügig weiter abstrudeln und 11.000 Punkte wären, wenn ich heute, dann wahrscheinlich morgen hier die nächsten Ziele. Achten Sie aber auch darauf, morgen haben wir 14:30 Uhr die Non-Farm Payrolls, den US-Arbeitsmarktbericht. Das sollte, Schrägstrich, dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit für Bewegung sorgen. Das heißt, der Markt müsste entsprechend in Wallung geraten. Es scheint durchaus so, dass da auch vielleicht dann nochmal die Richtung unterstrichen wird für die kommenden Wochen, Schrägstrich auch Tage natürlich. Und insofern mal abwarten, was da morgen passiert. Der DAX jedenfalls hier im Stundenintervall ganz klar im Short-Modus. Die Konsolidierung der letzten Tage, also hier insbesondere die gestrige Konsolidierung, wo wir sogar per Handelsschluss mit einem kleinen Gewinn rausgingen, scheint sich hier aufzulösen negativ und insofern neue Tiefs einkalkulieren. Wohin kann es gehen? Wie gesagt, 11.195 Punkte wäre hier das erste Support-Level anhand des Wochenpivotpunktes. Unterhalb dessen scheint mir hier die runde Marke 11.100, 11.000 ein Level zu sein, wenn wir hier nicht uns im Bereich 11.230 stabilisieren können. Wie gesagt, ein ganz, ganz früherer Unterstützungsbereich. Wer es konkret mag, der könnte jetzt sogar darauf setzen, dass die Stufe diese Unterstützung hier hält. Dann aber wäre das hier der zu präferierende Verlauf. Kommen die Bullen hier nochmal stärker zurück, müsste sich hier im Bereich 11.400 Punkten spätestens das Ganze erschöpfen. Dann wäre natürlich auch die Trendlinie gebrochen, aber für eine solche Erholung sehe ich derzeit weniger Chancen. Insofern machen wir das auch grau. Vielmehr kann es direkt oder mit einem kleinen Erholungsimpuls weiter nach unten gehen. So schaut es zumindest mal aus nach aktueller Einschätzung. Jetzt gehen wir nochmal auf den Tagesschart, um uns sozusagen nochmal das größere Bild anzuschauen zum DAX, der hier, und so war ja auch der Titel der heutigen Sendung, seinen Boden sucht. Jetzt sind wir hier unmittelbar am Level von 11.195 Punkte. Der Faktor der Trendlinienbruch ist vollzogen. Das war ja auch der Punkt. Entweder schafft es der Index, sich hier zu stabilisieren. Das war eine der Möglichkeiten, die der Index noch hatte, um mehr oder weniger hier ein Stück weit wieder aufdrehen zu können. Sie sehen, es gelang nicht. Dann müssten morgen die Non-Farm Payrolls schon erheblichen Auftrieb
oder besser gesagt für erheblichen Auftriegssorgen, dass der DAX hier deutlich über 11.600 Punkte wieder hinaus ansteigt. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Sie sehen hier die blaue Falltendenz mit deutlicherer Unterschreitung von 11.350, 11.400 Punkten. Ist dieses Level jetzt auch mit der heutigen Eröffnung als Widerstandszone anzusehen? Rollenwechsel von der Unterstützung zum Widerstand. Und insofern ist jetzt hier ganz klar der Deckel drauf und weitere Verluste erscheinen mir hier, ja, ich will fast sagen, durchaus möglich und in Anführungszeichen auch wahrscheinlich. Warten wir ab, wohin die Reise hier noch geht. DAX, wie gesagt, gen Süden. Das dürfte fast schon sicher sein, doch an den Märkten ist nichts sicher. Insofern auch immer natürlich absichern. Denken Sie an Stoppkurse. Wenn Ihre, Verzeihung, Ihre Prognose nicht aufgeht, dann sicherlich raus aus dem Markt, Rollenwechsel vollziehen und dann hier eine andere ja, Betrachtung des Charts vornehmen. Hoffnung bringt hier wenig. Also wenn man jetzt als Bulle zum Beispiel hier noch drauf hofft, dass der DAX jetzt hier immens nach oben anzieht, wird es schwierig in meinen Augen. Hier sehe ich eher die Bären im Vorteil. Gut. So sehen wir jetzt erstmal die Lage beim DAX. Nachher schauen wir uns nochmal die US-Indizes an. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden. Wie gesagt, DAX weiter im Seitwärts-Südwärtslauf. Und insofern schauen wir mal, was da noch kommt heute. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen erfolgreichen Handelstag. Sende beste Grüße. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer.